wir ein Video? Machen wir ein Video? Ja, komm mal her. So, super. Oh, Moment. Moment. So. Hallo Hoverwart-Freunde. Zu meinem letzten Video, oder unserem letzten Video, mit dem Bademantel, sind wir angesprochen worden. Mensch, Jung, zeig doch mal, wie das mit dem Regenmantel ist. Kein Problem. Heute ist es soweit. Und zwar zeigen wir euch heute den Regenmantel. Den gibt es in einem schicken, leuchtenden Orange oder Blau. Das ist der Regenmantel ist aus 100% Polyamid, was gewährleistet, dass der Regenmantel extrem windabweisend und wasserabweisend ist, weil richtig wasserdicht gibt es ja nicht außer ein Bierglas. Die Wassersäule, ich habe es mir hier auf dem Zettel geschrieben, Wassersäule ist nach ISO 811 3000 Millimeter. So. Zusätzlich, das werdet ihr nämlich gleich nicht mehr sehen, könnt ihr sehen, also hier ist ein Kragen dran, der auch vorne nochmal verschlossen werden kann. Somit kann vorne, wenn ihr den zumacht, kein Wasser eindringen. So. Dann wollen wir die Checkerin in den Bademantel, in den Regenmantel stecken. Ihr seht auch hier an den Seiten, hier sind Reflektorstreifen eingearbeitet und hier hinten an der Rute auch. Also quasi die Nummernschildbeleuchtung. Dann haben wir hier am Regenmantel zwei große Gummibänder und dann müssen die Beine durch, zack, Nummer 1. Und der Ruby hier hat zwei davon hinten. Ein bisschen hier vor. Einer. Super. Dann wird das Ganze hier unten zwischen den Vorderbeinen durchgeführt und auf dem Rücken geschlossen. So. Also der Regenmantel sorgt jetzt, der geht bis hier hinten, bis hier, dass die Hauptmuskulaturgruppen beim Hund, wenn es stark regnet oder windig ist, einfach geschützt bleiben. Ja. So. Warum habe ich hier das Geschirr angelassen? Um euch einen zu zeigen, hier ist eine Klappe. Und unter dieser Klappe kommt dann der Ring vom Halsband oder für die Freunde von Geschirren der Nackenring durch. Also das Grossenbacher Geschirr hat ja einen Ring direkt am Nacken sitzen, was das Halsband simuliert. Und der kommt hier auch direkt durch hier. Ja. So. Und dann kann man das Ganze kann man noch auf dem Rücken, wenn man möchte, so, und wir möchten das eigentlich, da zum Beispiel das Safety Light von Orbilock hinten drauf montieren. So. Hier haben wir auch noch mal Reflektorstreifen. Dann machen wir mal an, das ist so hell. So. Ja. Wie ihr das sehen könnt, es ist an, es ist sehr hell hier drin. Und fertig ist der Regenmantel am Hund. Wie findest du ihn? Ja, super! Alles klar. Bei Fragen, liebe Leute, schreibt mich an, ruft mich an. Echt, ich bin echt wirklich da. Ne? Ich beantworte eure Fragen und wenn eine Farbe nicht da ist, eine Größe nicht da ist, schreibt mich an, ich besorge es euch, ich helfe euch. Ja? Also, in diesem Sinne, bleibt gesund. Tschüss! Sag tschüss.